Ich begrüße euch recht herzlich zur sechsten Sendung in diesem Semester. Danke, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt, um unsere heutige Live-Sendung zu verfolgen. Und endlich ist es wieder soweit und das Sommersemester tut seinem Namen alle Ehre bei den Temperaturen, die diese Woche draußen herrschen. Gerade wenn es draußen so warm ist, kann man als Student ja das verdrängen, woran man ohnehin nicht gerne denkt, nämlich wie weit das Semester mittlerweile schon fortgeschritten ist. Die Anmeldung zu den Klausuren ist ja bereits abgeschlossen. Und wie wir uns mit großen Schritten auf die Lern-Klausurenphase hinbewegen. Die Klausuren beginnen ja schon heute in 2 Monaten. Aber was Studenten immer im Auge behalten sollten, ist ihre Zukunft. Und deswegen hat unser Orga-TV-Team die 6. interregionale Jobmesse besucht. Die fand am 21. Mai in der Saarlandhalle in Saarbrücken statt. Und im Rahmen der European Job Days präsentierten sich dort über 100 Arbeitgeber aus dem Saarland, Rheinland-Pfalz, Luxemburg und Lothringen. Es gab Infostände der einzelnen Unternehmen und parallel dazu wurden Vorträge und Konferenzen zum grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt angeboten. Die Veranstaltung war gerade für diejenigen, die auf der Suche nach einem Arbeits-, Ausbildungs-, Praktikumsplatz oder auch nach einem dualen Studium waren, die perfekte Gelegenheit, denn sie konnten grenz- und branchenübergreifende Kontakte zu Arbeitgebern knüpfen und eventuell sogar die passende Stelle finden. Was wir außerdem heute im Laufe der Sendung noch für euch haben, sind Beiträge über Global Village, einer Veranstaltung auf der AC-Wiese am letzten Mittwoch auf unserem Campus. Und wir begrüßen heute, wie ihr sicherlich schon gesehen habt, einen Studiogast bei uns, den Vorsitzenden der Liberalen Hochschulgruppe, Dennis Traut. Herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Gerne. Aber jetzt beginnen wir erstmal mit dem Beitrag zur Jobmesse. Wir haben euch einen Überblick zusammengefasst über das Angebot, das dort stattgefunden hat. Und schaut einfach mal rein. Orga-TV on Tour. Diesmal bei der 6. interregionalen Jobmesse der Großregion in der Saarbrücker Saarlandhalle. Wir zeigen euch nun einen kleinen Überblick der über 110 Anwesenden, Arbeitgeber, Verbände, Kammern und Bildungsträger aus dem Saarland, Rheinland-Pfalz, Lothringen und Luxemburg. Es wurden vor Ort über 4000 konkrete Stellen angeboten, auf die man sich bewerben kann. Falls ihr keine Zeit hattet, an dem Tag in die Saarlandhalle zu gehen, schaut doch einfach auf der Homepage der Bundesagentur für Arbeit, ob etwas Passendes für euch dabei ist. So, wie ihr jetzt gesehen habt, war das ein interessanter Tag. Man hatte die Möglichkeit, direkt Kontakte zu potenziellen Arbeitgebern zu knüpfen, sich direkt vor Ort über Bewerbungsmöglichkeiten bei den Personalverantwortlichen zu informieren und man konnte sich auch einen Überblick verschaffen über 100 Arbeitgeber aus der Großregion, aus Saarland, Rheinland-Pfalz, Luxemburg und Lothringen. Und auch aus den unterschiedlichsten Branchen waren die Arbeitgeber ja. Außerdem konnte man sich Expertenvorträge anhören und an Bewerberworkshops mit den Schwerpunkten Ausbildung, Bewerbung und Arbeiten in Europa teilnehmen. Nun aber zu einem anderen Thema. Letzten Mittwoch fand ja auf der AC-Wiese die vom AStA organisierte Veranstaltung Global Village statt. Dieses jährliche internationale Fest dient dem Kulturaustausch und der Völkerverständigung. Studierende verschiedener Nationen konnten da an
bunten Ständen ihr Land und ihre Kultur in allen Facetten vorstellen. Also man konnte einiges über die Tradition, die Geschichte verschiedener Kulturen, die Musik bis hin zur landestypischen Küche mit sämtlichen Spezialitäten, da konnte man überall einen Einblick haben. Wir haben diese Veranstaltung für diejenigen, die vielleicht nicht daran teilnehmen konnten, besucht und einmal ein paar Eindrücke mit der Kamera eingefangen. Schaut einfach mal rein. Willkommen in Global Village. Das ist eine Kulturveranstaltung vom ASTA, vom Referat der Internationale Studierende. Wir haben sehr viel hier anzubieten, wie ihr seht. Einen iranischen Stand, einen türkischen Stand, Philo-Café macht hier auch mit. Und es gibt Tanz, Musik, alles, was man will. Ja. Die internationale Studierende wurden ja vor etwa 2 Monaten informiert, dass wir diese Veranstaltung organisieren. Und die haben sich alle freiwillig eingemeldet und haben angefangen, die Sachen selbst zu organisieren. Wir haben nur eine Plattform angeboten, damit die halt ihre Länder präsentieren konnten. Und die haben es gut genutzt, würde ich sagen. Und es wurde auch ganz gut von den Studierenden aufgenommen. Ja. So, wie ihr in dem Beitrag jetzt sehen konntet, war es wirklich eine schöne Veranstaltung, die Einblick in verschiedene Kulturen geschafft hat und die auch Kulturen und Menschen zusammengeführt hat. So, jetzt begrüße ich aber noch einmal recht herzlich unseren Studiogast, den wir heute hier bei uns haben. Stell dich doch vielleicht mal bitte selbst vor. Ja, mein Name ist Dennis Traut, ich bin 18 Jahre alt, studiere hier an der UDS jetzt im 2. Semester Jura und bin jetzt seit ungefähr Anfang dieses Jahres Vorsitzender der LAG Saar. Okay. Und warum hast du dann die LAG gewählt, um dich neben der Uni noch zu engagieren? Also ich war schon seit einiger Zeit bei den Julis Saar engagiert und über die wurde ich dann auch angesprochen, ob ich jetzt nicht mal in der Hochschulpolitik mich engagieren möchte, seitdem ich halt letzten September Student geworden bin oder Oktober. Ja. Und ja, dann hat sich das so ergeben und jetzt engagiere ich mich dort. Ist ja auch immer gut, wenn man sich neben der Uni noch engagiert, macht sich gut für die Vita und ja. Richtig. Und ja, Engagement finde ich sehr wichtig. Ja, das stimmt. Und jetzt vielleicht auch interessant für die Studenten oder die Zuschauer, die wir jetzt heute hier haben, wie kommt man denn zu euch? Also gibt es jetzt ein wöchentliches Treffen oder gibt es speziellen Ansprechpartner, der jetzt, an den man sich wenden kann, wenn man bei euch sich engagieren möchte? Ansprechpartner wäre zum Beispiel ich, aber auch die anderen. Also wir haben eine Facebook-Seite, die LAG Saar findet man dann einfach bei Facebook. Dort ist dann ein Bild mit allen Mitgliedern, vielleicht kennt man das ein oder andere Gesicht, ansonsten kann man die einfach auch anschreiben. Wöchentliche Treffen jetzt in so einem Turnus gibt es nicht, also das richtet sich jetzt im Hinblick auf die Wahl. Das ist natürlich ein bisschen mehr, wo wir uns öfter miteinander zusammensetzen, ansonsten kommt das ganz drauf an, wie es so gewollt ist. Okay. Und für was setzt sich jetzt die liberale Hochschulgruppe ein? Also was wollt ihr? Wir als liberale Hochschulgruppe setzen uns vornehm natürlich für die Interessen der Studierenden ein, wie es sich auch für eine Hochschulgruppe gehört. Ja. Und ja, also unser Hauptthema auch für die kommende Wahl ist natürlich die Erhaltung einer qualitativ hochwertigen Lehre an der Universität des Saarlandes. Und dazu, ja, wir fordern halt, solch eine Erhaltung, eine qualitativ hochwertige Lehre wird vor allem durch, sagen wir mal, qualifiziertes Lehrpersonal,
Professoren, wissenschaftliche Mitarbeiter oder auch Lehrbeauftragte der Uni charakterisiert und des Weiteren auch über vorlesungsbegleitenden Veranstaltungen, Tutorien, AGs, Übungen, wie man es auch nennen mag. Und wenn man jetzt im Hinblick auf die geplanten Sparmaßnahmen bis zum Jahr 2020 im Vergleich zu der Lehre, dann muss man einen sagen, dass dort Einschränkungen zu erwarten sind, also in diesem Bereich. Und wir fordern letztendlich, also deswegen sind wir strikt gegen die Einsparung im Bereich der Lehre hier und auch gegen die Zersparung oder Zerspaltung von Fakultät 1 jetzt im Hinblick der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, wo das schon immer öfter im Gespräch war. Ja. Und wie gesagt, eine Attraktivität des Hochschulcampus setzt eine attraktive, hochwertige Lehre voraus und deswegen setzen wir uns dafür ein. Aber erfolgreiches Studium ist jetzt nicht nur durch die Lehre charakterisiert, sondern auch durch das Umfeld. Man sollte sich als Student ja auch wohlfühlen auf dem Campus. Der als Mittelpunkt des Lebens für viele Studenten doch in der Zeit des Studiums ist. Und daher fordern wir auch eine Verbesserung der Studienqualität auch auf dem Campus. Zum Beispiel ist da die Anbindung an den Campus über öffentlichen Nahverkehr. Der ist etwas schwierig im Moment. Also man sah ja in den letzten Wochen und Monaten, dass durch die Streiks von der Bahn oder auch dem Busunternehmen die Grenzen aufgezeigt wurden des öffentlichen Nahverkehrs und vor allem der Anbindung an die Universität des Saarlandes. Und da fordern wir natürlich, dass eine Anbindung jetzt auch an den Universitätscampus, an dem Standort Homburg und auch nach St. Ingbert besser für das ÖPNV besser dargelegt wird. Und jetzt im Hinblick, wenn ich nächstes Semester 10 Euro mehr bezahlen soll für das Ticket, für das Semesterticket, dann will ich nicht in St. Ingbert am Busbahnhof stehen und vergebens auf den Bus warten, der mich zur Uni bringen sollte. Yeah. Ja. Und auch im Hinblick auf Parkmöglichkeiten, also wir setzen uns dafür ein, dass manche Postleitzahlen nicht ausgegrenzt werden von dieser Parkberechtigung in den Parkhäusern, sondern dass man auch, egal von wo man kommt, die Möglichkeit hätte, mit dem Auto hierher zu kommen. Ob man das dann macht, ist nochmal die eigene Sache. Und ja, zu einem guten Studium, die meisten Professoren predigen das ja sowieso, gehört auch das Selbststudium und in der heutigen Zeit vor allem auch über Online-Portale. Und deswegen fordern wir, dass eine Universität, die vor allem über ihre Informatik bundesweit bekannt ist oder für ihre Informatik bundesweit bekannt ist und darüber glänzt, fordern wir, dass solch eine Universität auch ein super Angebot, Online-Angebot für ihre eigenen Studierende haben sollte. Und ja, im Moment ist halt der Fall, dass so gefühlt jeder Professor seine eigene Community hat, sein eigenes Portal, wo er seine Lehrmaterialien einstellt. Und dann kommt man immer in die Bredouille, man hat Millionen Passwörter, verschiedene Accounts, muss die noch halbjährlich ändern. Und das wäre einfach benutzerfreundlicher, wenn dort ein Portal für alle Lehrstühle geben würde, wenn es ein Portal geben würde, wo man sich dann anmeldet mit seiner Universitätskennung. Und genau, dafür setzen wir uns ein, dass sowas durchgesetzt wird. Ich denke auch, die Informatikfakultät oder sollten damit kein Problem haben, das umzusetzen. Ist auch sicherlich im Sinne aller Studenten, die jetzt sowieso oft verstreut sind oder zerstreut sind, meine ich, mit 20 Passwörtern und 10 verschiedenen Websites, die man dann gar nicht mehr sich merken kann und Passwörtern auch noch von den Unterlagen sind ja meistens auch noch passwortgeschützt. Genau. Das höre ich oft genug, auch von Kommilitonen, die dann das immer jedes Semester nochmal anprangern. Oh nein, nicht schon wieder das und das und das Portal kenne ich noch gar nicht. Deswegen wäre das wirklich besser, wenn das aus einem Guss wäre, also so das ein Online-Portal der Universität. Ja, also nochmal zurück zur Zersparung ganz kurz, weil das ist ja auch ein großes Thema bei uns. Ich meine, das geht uns alle an. Wir sind, oder wir beide jetzt zumindest auch, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. Und also die LAG, nochmal kurz, um das zusammenzufassen, ihr seid strikt dagegen, ne? Gegen die Zersparung. Auf alle Fälle. Ja. Also wir sind gegen Zersparung oder allgemein Sparmaßnahmen bei der Bildung hier an der Hochschule. Und wie gesagt, eine qualitativ hochwertige Lehre kann nur
also kann nur sichergestellt werden, wenn auch genügend Lehrbeauftragte vorhanden sind, wenn es auch abgesehen von den Vorlesungen noch Veranstaltungen gibt, auch fächerübergreifend, jetzt im Hinblick auf das Sprachzentrum vielleicht oder auf so Schlüsselqualifikationen, wenn solche Projekte und Seminare auch gefördert werden. Mhm. Und Sparmaßnahmen stehen dem einfach zuwider. Mhm. Und deshalb setzen wir uns dafür ein, dass diese Sparmaßnahmen nicht in diesem Ausmaß und vor allem nicht zu Zerspaltung, Zersparung von Fakultäten führen könnten. Ja. Und was könnt ihr jetzt explizit dagegen machen? Ich meine, klar, ich setze euch ein, aber was habt ihr für Aktionen oder was macht ihr dagegen? Daher fördern wir ja auch die studentische Mitbestimmung. Also wir wollen, dass die Studierendenschaft ein größeres Wort erlangt. Ja. Also zum Beispiel, dass auch im Landtag, wenn dort debattiert wird oder auch von der Landesregierung oder im Unisenat über die Zukunft der Universität, dass dort Vertreter der Studierendenschaft vorhanden sind und daher also vom Stupa-Parlament jetzt gewählte Vertreter, die dann dort auch ein Wort für doch die, ich weiß es nicht, 17.000 Studierenden oder so der Universität des Saarlandes einlegen, weil wir sind ja die Ersten, die davon betroffen sind, wenn es jetzt um Sparmaßnahmen geht. Und deswegen vor allem so angespannten Situationen, Lagen, wie es im Moment ist, bis 2020, sollen da die Studenten dann sich engagieren. Ja, da sind wir auch gerade schon bei unserem Thema, dem aktuellen Thema der Stupa-Wahlen. Genau. Wann finden die denn genau statt, vielleicht für unsere Zuschauer interessant? Die finden am 15. Juni, also ab dem 15. Juni statt, das sind anderthalb Wochen, der Montag, und gehen die ganze Woche. Das heißt, man kann jeden Tag von 10 bis 16 Uhr zu den Wahlurnen gehen und wählen, außer freitags, dann ist es ein bisschen verkürzt. Ja. Das sind die Wahlurnen, findet man am Campus Center, in der Mensa, vor der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, aber auch natürlich in Homburg. Und genau, da kann jeder hingehen und sollte auch jeder hingehen. Okay. Und wie ist das denn? Also ich denke ja immer, dass nicht jeder wirklich den Ablauf kennt. Erklär uns doch vielleicht mal kurz, wer da jetzt überhaupt von wem gewählt wird. Also wählt man als Student jetzt direkt das Stupa oder wen wählen die Studenten und wer wählt letztendlich das Studierendenparlament? Also die Studierenden wählen das Studierendenparlament. Also man kann sich so, wir sind ja eine Studierendenschaft, also alle, die an der Universität sind, sind ja vereint in der Studierendenschaft, deswegen zahlen wir ja auch Beiträge jedes Semester. Und das Studierendenparlament ist sozusagen das Legislativorgan dieser Studierendenschaft. Das bedeutet, man kann das jetzt vergleichen mit dem Land oder dem Bundestag. Wir sind das gewählte Parlament, wie es der Name auch schon sagt. Und die Wahl, das ist eine direkte Wahl. Das heißt, jede Stimme geht direkt in die Auszählung des Parlaments ein und der einzelnen Mandate. Und wie schon gesagt, also es ist ähnlich wie beim Bundestag, eine personalisierte Verhältniswahl. Das bedeutet, man hat zwei Stimmen. Die erste Stimme wählt einen Direktkandidaten und die zweite Stimme eine Liste von den einzelnen Hochschulgruppen, die aufstellen. Okay. Ja. Und warum sollen die Studenten jetzt genau die LHG wählen, die liberale Hochschulgruppe? Wie gesagt, wir fordern mehr, also Verbesserung deines Studiums, das bessere Lehre hier an der Universität oder zumindest den Erhalt der Lehre im Moment und wie ich schon vorhin sagte, auch ein attraktives Klima am Campus oder auch abseits vom Hörsaal. Ob es jetzt zu Hause vom PC ist, dann, wie ich sagte, mit dem Online-Portal oder auch wenn ich im Bus sitze und der kommt dann hoffentlich mal pünktlich. Und wenn ihr euch damit identifizieren könnt, dann ist die LHG das Richtige. Okay. Und macht doch gerne auch noch einen Aufruf für die kommende Wahl an unsere Zuschauer. Genau, also die Wahlen sind sehr wichtig, wie gesagt. Engagement, ob es jetzt politisch oder ehrenamtlich ist an der Uni, es gibt so viele Möglichkeiten, euch hier zu engagieren. Das hilft euch, das hilft auch der Gesellschaft. Und wenn ihr wählen geht, dann habt ihr schon den ersten Schritt getan. Und in anderthalb Wochen 5 Minuten seiner Zeit zu opfern an der Wahlurne, ist wahrscheinlich nicht zu viel verlangt. Und wie gesagt, jede Stimme zählt auch im Hinblick, dass wir mehr studentische Mitbestimmung schaffen können und endlich mal den Entscheidungsgremien vielleicht die Stirn bieten als Studierendenschaft zusammen. Also wählen am 15.06.
Okay, ja, es ist vielleicht auch wichtig oder mal noch anzumerken, dass ja in den vergangenen Jahren die Wahlbeteiligung wirklich ja, sehr niedrig, also verschwindend gering eigentlich, wenn man so sagen will, war und dass das sich auch in Zukunft hoffentlich ändern wird. Ich meine, es geht um uns, man sollte sich da doch die 5 Minuten Zeit nehmen und wählen gehen, wenn man damit ja auch mitbestimmen kann. Ne? Genau, ja, also das ist ein Problem, das haben viele Hochschulen und viele Studierendenparlamente in ganz Deutschland. Und ja, also Wahlbeteiligung zwischen 10% und 15%, das ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Nee. Und ja, es wird auch oft kritisiert, dass das Studierendenparlament und damit auch der AStA nicht demokratisch legitimiert ist, weil nur so wenige wählen gehen. Und wenn man dann mehr, wenn man eine höhere Wahlbeteiligung da wäre, wenn sich mehr dafür auch interessieren würden oder zumindest mal wissen würden, dass es das gibt, dann hätten wir da schon ein größeres Wort, wie auch schon gesagt, dass wir auch eine stärkere Stimme der Studierenden haben. Okay, also von daher habt ihr jetzt alle gehört, es ist wichtig, dass alle wählen, denn wir wollen ja mehr Mitbestimmung und deswegen müssen wir auch was dafür tun. Ja, dann mal vielen Dank für deinen Besuch für OrgaTV und für das nette Gespräch. Ja, jetzt haben wir noch ein anderes Thema für euch. Wir haben nächste Woche, also Entschuldigung, wir sind nun schon fast wieder am Ende unserer heutigen Sendung. Wir haben noch einen Ausblick für die nächste Woche. Nächste Woche zeigen wir euch 2 Beiträge zum Festival Perspectives, das wir für euch besucht haben. Das fand vom 21. bis zum 30.05. statt. Und dabei haben wir 2 verschiedene Projekte besucht. Einmal das Projekt Navette Voyageur, bei dem die technologische Entwicklung der Videospiele in einem ausrangierten Bus gezeigt wurde. Und wir waren vor Ort bei der Veranstaltung Dance in the City. Das war am Pfingstmontag, da startete um 22 Uhr an der Johanneskirche in Saarbrücken der getanzte Rundgang Dance in the City. Und das war eine Performance aus Licht und Tanz auf den Straßen und Plätzen der Saarbrücker Innenstadt. Und die speziell ausgewählten Orte entwickelten für ein paar Minuten ihre ganz eigene, besondere Poesie. Also es kamen 3 Tänzer, die mit bewegten Bildern in Kontakt traten und diese wurden dann auf die umgebenden Häuserfassaden projiziert. Und das war ja eine schöne Kulisse dann, also da werdet ihr nächste Woche dann mal reinschauen können. Außerdem zeigen wir dann euch noch den 2. Teil meines Reisetagebuchs mit Rainer Kallmund. Da werden wir auch noch was Neues hier im Studio machen. Kennt ihr vielleicht von den Wettervorhersagen, wenn man Bild in Bild macht. Also, dass das Studio gezeigt wird und gleichzeitig der Beitrag. Ja, dann werde ich dann live sprechen. Also wir haben keinen Ton beim Beitrag, sondern der wird halt live gesprochen. Ist dann mal was anderes, haben wir uns für euch überlegt, um mal was Neues hier reinzubringen. Ja, und bei dem Beitrag mit Rainer Kallmund geht es dann um den 3. Tag vom Reisetagebuch, das dann fortgeführt wird. Da waren wir in Bottrop im Moviepark bei der Aufzeichnung von Barbecue King Abenteuer Grillen, wo Stars wie Sonja Krause, Janine Kunze, Ralf Möller, Ralf Richter, Thorsten Legert waren. Dann in der Jury saßen halt Rainer Kallmund, die Eni, die man auch von Grill den Hänsler kennt, Frank Rosin, der Koch, das war halt die Jury. Ja, und da waren wir bei der Aufzeichnung dabei, das kam am 26.05. dann im Fernsehen. Und ja, da habe ich euch dann einen Beitrag zusammengefasst. Den werdet ihr nächste Woche auch sehen. Ansonsten gerne nochmal einschalten, wir freuen uns immer. Nächste Woche Mittwoch, wie immer, 18.18 Uhr, orga.tv einschalten. Bis nächste Woche.